Hallo YouTube, ich bin's wieder, der Rosa Yoshi, und ich war gerade dabei, mein riesiges neues Projekt zu beginnen und hab's auch schon 25 Minuten gespielt. Und zwar ist mein riesig großes neues Projekt alle 2D ganz normalen, die nicht groß anders sind als Standard, Mega Man-Spiele durchzuspielen. Da wären zum Beispiel Mega Man 1 bis 7. Mega Man für den Game Boy, Mega Man X, die Mega Man X-Reihe, Mega Man bis, soweit ich gerade sehe, X, X2, X3. Erstmal und dann später wahrscheinlich noch weiter. Und dann zum Beispiel noch Mega Man Zero bis, also 1 bis 4. Dann Mega Man ZX und ZX Advent. Ja. Okay, und auch noch viele andere dann wahrscheinlich. Und ja, mein großes Projekt wird dann, wie gesagt, eben Mega Man sein. Welches ist das erste Mega Man? Sieht man auch hier. Mega Man für die Famicom, beziehungsweise für den SNES. Nee, für den NES, Entschuldigung. Von ist 1987 rausgekommen in der USA und Japan. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gespielt bzw. ein Let's Play draus gemacht, aber wie ihr seht, ja, es ist da ganz normal oben links irgendwie, also nicht ganz normal, aus irgendeinem Grund ist Nestopia irgendwie seltsam Und ja, nicht lang schnacken, jetzt geht's los. und Und zwar mit hat, Mega Man, dem allerersten Teil für wenn ich den in Vollbild gehe, NES. Kam blendet es im 1987 Video nur raus. oben links ein. Aber ich habe Okay, das Vollbild bin ich gesehen. jetzt mal Von gespannt, wie daher das hier kommt. werde ich es jetzt nochmal neu machen. Und der zweite Grund ist, ich habe irgendwie total verkackt. Aber ich habe jetzt eine Taktik, wie ich es mache. Oh, ich hatte fast das Mikro jetzt rausgezogen. Und von daher sage ich mal, ich beende jetzt das Video und passe es genau auf die Maße an, damit ihr dann auch nur wirklich das Mega Man Video in Vollbild seht. Okay, bis gleich. Haut rein. Viel Spaß. So, dann geht's jetzt mal los. Das Gute an dieser Art von Aufnahme ist, also ihr seht gerade nur schwarzen Hintergrund, nur schwarzes Bild, wundert euch nicht, das wird sich gleich ändern. Das Gute an der Aufnahme ist, ich sehe hier rechts ganz normal, ganz gut, wie Audio ist, läuft gerade und ob es läuft und dass ich gerade bei bin, da kann ich Pause, Stopp, neu starten und alles. Okay, aber kann ja für euch egal sein. Okay, jetzt solltet ihr hier so ein kleines Wartungsfenster sehen. Und da öffnen wir dann megaman.nes. Alles klar, und jetzt geht's los. Okay. Okay, so. Starttaste drücken. Wo ist gerade das Kabel vom Mikro? Okay, das hängt auch richtig. Wir fangen an mit dem wahrscheinlich ersten Level, Cutman. Weil da oben links ist und man da gerade denn, ne? Stand da eben Received Points. 50.000, also 50.000. Ja. Zudem muss ich dann noch schnell sagen, was ich glaube ich jetzt ja nicht gesagt hatte. Ich spiele es komplett blind. Ich hatte noch nie irgendwie was mit Mega Man zu tun gehabt. Und ja. Von daher, ich habe eben schon in dem ersten Video gesagt, wie sehr ich das. Wie toll ich das finde, wie toll das aussieht und so. Ich finde es einfach nur Hammer. Super schönes 8-Bit.